Herzlich willkommen zu unserem Einsteiger-Tutorial Projekte anlegen in EFS Survey, unserer Umfragesoftware. In dieser Videoreihe zeigen wir Ihnen die 8 Schritte hin zu einem erfolgreichen Befragungsprojekt. Starten Sie mit Schritt 1. Wie lege ich ein Projekt an? Auf der Startseite von EFS finden Sie links oben den Button Neues Projekt. Nicht überraschend, hier kann man neue Projekte anlegen. Für mehr Übersichtlichkeit legen wir aber erst einmal einen neuen Ordner an, in dem wir das neue Projekt speichern werden. Legen wir also einen neuen Ordner an. Dazu klicken Sie auf Projekte und dort auf Ordner anlegen. Geben Sie einen Ordnernamen und gegebenenfalls eine Beschreibung an. Auf Anlegen klicken, fertig. Jetzt werden wir das eigentliche Projekt anlegen. Nach einem Klick öffnet sich eine Eingabemaske, in die wir einige Dinge eintragen müssen. Lassen Sie uns die Felder der Reihe nach durchgehen. Geben Sie einen Titel für Ihr Projekt ein. Das Sternchen kennzeichnet alle Felder, für die Eingaben erforderlich sind. In der Zeile Projekttyp können Sie auswählen, ob Sie eine anonyme oder eine personalisierte Umfrage anlegen möchten. An anonymen Umfragen kann jeder teilnehmen, der den Link zur Befragung besitzt. Um an einer personalisierten Befragung teilzunehmen, benötigt man eine Einladung. Wie man Einladung versendet und Teilnehmer verwaltet, zeigen wir Ihnen in einem späteren Tutorial. Bei dem Fragebogen-Layout ist das Responsive-Layout standardmäßig ausgewählt. Damit wird Ihr Fragebogen auf allen Endgeräten optimal dargestellt, von Smartphone bis Desktop-Rechner. Falls Sie ein eigenes Layout-Template erstellt haben, können Sie dieses unter Meine Layouts auswählen. Nun können Sie den Ordner auswählen, in dem Ihr Projekt abgelegt wird. Damit ist das Projekt eigentlich schon fertig erstellt. EFS Survey bietet allerdings noch spezielle Einstellmöglichkeiten, die optional sind. Sie können auswählen, welche Benutzergruppen Zugang zum Projekt erhalten sollen. Im nächsten Schritt stellen Sie die Sprache der Umfragemeldung ein. Unter Umfragemeldung versteht man beispielsweise Beschriftung von Fortschrittsanzeigen und Buttons, Rückmeldung zu Fehleingaben der Probanden und weitere Systemmeldungen. In diesem Fall wählen wir Deutsch. Sie können den Namen des Autors ändern, Co-Autoren eintragen und eine Beschreibung des Projektes hinzufügen. Für automatisierte Benachrichtigungen bei Laufzeitfehlern können Sie hier eine Liste von E-Mail-Adressen einfügen. Auf Wunsch informiert Sie EFS Survey auch über das bevorstehende Ende der Feldzeit Ihrer Umfrage. Zu guter Letzt können Sie einstellen, welchen Status das Projekt nach dem Anlegen haben soll. Standardmäßig ist Umfrage generiert eingestellt. Sobald Ihre Umfrage ins Feld gehen soll, müssen Sie das Projekt aktivieren. Durch Klicken auf Anlegen wird das Projekt erstellt. Sie werden jetzt direkt zum Umfragemenü weitergeleitet und können dort mit der Eingabe Ihres Fragebogens beginnen. Wir hoffen, Ihnen hat unser Tutorial gefallen. Der nächste Schritt ist der Aufbau des Fragebogens und das Eingeben der Fragen. Schauen Sie sich hierzu das Tutorial zu Schritt 2 an, Fragen eingeben. Und vergessen Sie nicht, Feedback zu geben.